Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bei mir zum Mittag gibt's Schinkenröllchen mit gehacktes gefüllt in leckerer Tomatensauce. Und so sieht das aus. Schön lecker, mit viel Soße. Und das kann man servieren mit Reis, mit Nudeln. Bei mir ist heute einfach mein Knoblauchbrot. Es ist frisch gebacken und passt genau richtig dazu. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich heute mein Mittagessen gekocht, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Und vielleicht einer oder die andere wieder erinnert an dieses Rezept sich und bereitet es auch zum Mittagessen. Ich wünsche euch viel Spaß. Zuerst bereiten wir erstmal Hackfleischmassen. Dazu gebe ich so eine mittlere Kartoffel und reibe auf so eine feinere Reibe. Ich gebe in den gehacktes kein Ei, aber ein Kartoffel. So, geben wir Kartoffel gleich zum gehacktes und können wir gleich reiben noch ein Zwiebel. Das kann man natürlich auch fein schneiden. Die groben Reste, was übrig hier geblieben, verschneide ich dann für die Soße. So, geben wir geriebene Zwiebeln auch zu dem Hackfleisch. Ach, wenn wir schon die Reibe dreckig haben, dann werden wir auch die zwei Knoblauchzehen auch auf die Reibe reiben. Und geben wir auch zu dem Gehacktes. Dann Salz. Richtig gut verkneten. Pfeffer dazu geben. Das ist ein grober Pfeffer. Dann ein bisschen Kräuter. Kräuter nach Geschmack, was ihr habt. Und wieder gut verkneten. Das Hackmasse etwas so weicher wird, dass wir können es besser zerstreichen, gebe ich ein bisschen kaltes Wasser dazu. Und dann musst ihr dann mit der Hand merken, wie geschmeidig ist. So ein Schnäpschenglas, aber kaltes Wasser. Fertig. Sieht gut aus. Und jetzt können wir unsere Schinken füllen. Ich mache auf volle Schinkenbreite und dann rolle ich es zusammen. Hier Rente, dass es nicht zu hohl ist. So sieht dann aus. Einfach auf die ganze Fläche. Und wenn mal hier was ausgedrückt wird, wird dann weggenommen. So, es sind jetzt 7 Stück aus diesem Mehl rausgekommen. Nehme eine Auflaufform und ein bisschen mit Butter bestreichen. So, fertig. Legen wir die Röllchen rein. Kann man einfach so querlegen. Dann haben die ein bisschen Platz für die Soße. Und jetzt bereiten wir noch die Soße. Werde jetzt erstmal den Zwiebel klein schneiden. Den Zwiebel und Knoblauch, wenn ihr wollt, könnt ihr die Soße auch in die Pfanne verkochen etwas und mit der heißen Soße übergießen. Geht auch, aber so geht das auch und viel schneller. Muss man nicht noch Herd anmachen. Macht man einfach kalte Soße und gibt drüber und lässt einfach in dem Backofen sozusagen 5 Minuten länger backen. Ich glaube, das reicht für diese Mine. Und dann noch 2 Knoblauchzehen habe ich. Geben wir erstmal alles in eine Schüssel. Ich denke, es wird für diese Form zu viel, die ganze Dose. Deswegen nehme ich nur die Hälfte. Ich habe jetzt genommen meine Pizzasoße, was ich angekocht habe. Aber kann man auch ersetzen mit gestückelte
Tomaten aus der Dose. Wird genau das gleiche Effekt. Dann 2 Esslöffel Creme Fraiche. Halber Becher Sahne. Bisschen so Wasser oder Gemüsebrühe. Ich nehme nur Wasser, weil in meiner Pizzasoße genug Gewürze drin. Nur das etwas, ich verflüssige die Soße. So, ja, probieren. Unbedingt probieren nach Geschmack. Ja, vielleicht eventuell ganz bisschen Salz. Hier mal eine Pfeffer. So, und geben wir drüber. Den Backofen habe ich schon angemacht auf 180 Grad Umluft oder 200 Grad nimmt man bei Ober-Unterhitze zum Vorheizen. Ja, die Soße ist auch ausreichend. Perfekt. Und dazu kann man wirklich unterschiedliche Sachen noch servieren, ob das Nudel oder gekochter Reis passt. Alles gut dazu. Oder Kroketten. So, das geht jetzt für 30 Minuten erstmal zum Schmoren und dann holen wir das raus, streuen wir mit Käse und stellen wir nochmal so für 5 oder 10 Minuten zum Überbacken, dass der Käse schmelzen kann. So, nach 30 Minuten sieht er schon so aus. Es sprudelt alles und wir können jetzt mit dem Käse bestreuen. Und einfach dann Käse schmelzen lassen und überbacken. Und dann können wir schon servieren. Es ist wirklich einfach, schnell im Zubereiten, schmeckt sehr lecker und kann man natürlich Füllungen auch mal unterschiedliche machen. Zum Beispiel auch mit den Pilzen vielleicht machen. Geht noch kurz nochmal in den Backofen. So, nach 10 Minuten ist unser Essen fertig. Sieht herrlich aus. Duftet richtig schön. Und jetzt können wir auch natürlich probieren. So, jetzt nehmen wir uns einen raus. Und ich möchte jetzt es aufschneiden, um euch zu zeigen, wie es innen drin aussieht. So, schaut. Wie schön sieht er aus. Richtig schöne, saftige Hack und durch das Kartoffel und Zwiebel, die ist wirklich sehr saftig, nicht so hart wird dann verkocht innen drinnen. Richtig lecker. So, liebe Freunde, ich serviere heute einfach mein Knoblauchbrot, mein Baguette dazu. Das wird schon reichen, weil es ist so viel schöne Soße auch hier drin. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen, einen guten Appetit danach. Würde mich sehr freuen über euren Kommentar, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!